Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Jo, ich habe jetzt haufenweise Fische gefangen und die werden wir jetzt da verbraten. Zuerst nehmen wir mal die drei hier, weil wir haben auch schon Hunger und ja. Ja, das Fischen ist eigentlich gut vorangegangen, muss ich sagen. Ich hatte keine Schwierigkeiten, Gott sei Dank. Und ja. Jetzt lassen wir mal hier den Fisch schön braten. Und dann machen wir die drei noch. Und dann werden wir bald einmal schlafen gehen wieder. Außer es wird vorher morgen, dann ist es wurscht. Und ja, dann möchte ich... So, die kommen gleich rein. Dann möchte ich gerne weiter bauen, ehrlich gesagt. Die Weintrauben brauchen noch ein bisschen. Da hinten ist aber was ready geworden. Ja, und ihr seht schon, wir haben wieder haufenweise Zucker. So. Ich werde mal ein bisschen Gelee essen. Na komm. Schmatz, schmatz. Sehr gut. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr FPS hier im Haus, merke ich gerade. Statt 3 bis 5 sind wir jetzt zwischen 9 und 10 FPS. Vielleicht war das gar nicht mal so doof, dass wir da hinten uns ein bisschen... umgeschaut haben. Vielleicht ist es jetzt hier etwas angenehmer auch für euch zum Zuschauen. So, was machen wir da? Und zack, zack. Ich würde sagen, zwei behalte ich. Daraus machen wir da köstliche Marmelade. Und dann wäre mal gut, den Salat zusammenzuschustern, wenn das klappt. Ehrlich gesagt. Oder weißt du was? Ein bisschen was zu essen haben wir noch. Hoppala, der Fisch muss weiter gebraten werden. Nächste Partie. Bitteschön. Schnief. Vielleicht packe ich das doch mal rein. So. Das Zeug haben wir da. Das nehmen wir noch mit weg. Das haben wir alles. Das passt. Die werden noch fertig gebraten. So, der nächste. Wir brauchen Holz. Dann nehmen wir gleich den hier. So. Zack. Das schmeißen wir gleich rein. Bitteschön. So, ordentlich schön Fisch machen, das ist ganz fein. Hier wird es bestimmt schon riechen wie in so einer Räucherei. Und dann würde ich sagen, klettere ich nochmal ein Stückchen hoch, lege mich ins Bett, außer es wird morgen, und dann werden wir vielleicht nochmal in den Wald hineinspazieren und vielleicht noch dieses Stangengemüse da ernten versuchen. Das wäre sicher nicht so doof. So, schön braten. Ich werde jetzt ein bisschen hier bleiben, dann kann ich schneller nachlegen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man diese Hängebrücken baut. Ich müsste hier mal vielleicht alles durchschauen. Dann werde ich es vielleicht anfinden. Was bist denn du? Leuchtfeuer. Aha. Ja, wie gesagt, keinen Schimmer, keinen Plan. Vielleicht finde ich es an bis zum nächsten Part oder so. Es wäre halt echt schön, wenn man diese Hängebrücke bauen könnte. Weil die wird echt super zum Baumhaus passen. Mhm. Aber sie fällt mir jetzt gerade auch hier nirgendwo auf, während ich auf die Fischchen warte. So, zack. Und dann werden wir gleich einen verknuspern. Schmatzi, schmatz, schmatz. So, das wird wohl reichen, hoffe ich mal. Und es wird tatsächlich wieder morgen. Das Schlafen gehen zahlt sich echt nicht aus. Na gut, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, das Essen kommt hier hin. So, das Bettchen haben wir mit. Ein bisschen Schlamm, also Matsch, den packe ich auch weg. Den braucht man nicht wirklich, obwohl ich wieder eine Rüstung bauen könnte. Ach so, wir könnten wieder weiter Ziegel machen, ne? Hier. Weißt was? Wir machen auch nicht nur Ziegel, wir machen auch die ganzen Blöcke. Dann kann ich nämlich das beim Weg rausnehmen und wir haben dann wunderschöne Matschziegelsteinchen. Wisst ihr, was ich meine? Was? Ja, ja. So, das machen wir so. Ich renn gerne in die Wände, wundert euch bitte nicht. So, warte, ich hätte das jetzt nicht rausnehmen sollen. Das reicht schon mal so. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sind schon wieder hungrig. Ist ja krass. So, dann essen wir noch einen Fisch. So. Okay, wir sind nicht ganz voll eigentlich. Der Salat wächst schon wieder.
29%? Boah, nicht schlecht. Stimmt, Salat, ich bin so doof. Entschuldigung, ich wollte noch Salat machen. Früchte. Salat. Fruchtsalat, nicht Früchte. Fruchtsalat. Ach du heiliges. Sternenfruchtgelee. Aha. Fruchtköder. Was ist ein Fruchtköder? Das geht auch? Okay. Durianfrucht, pfui Teufel. Hä? Gibt's einen Salat nimmer? Wie war denn das mit Salat? Da gebe ich nur Salat ein. Entschuldigung. Salat. Salast. Alter. Salat. So. Supi. Wo ist denn das jetzt? Hühnchensandwich mit Salat. Ui. Salat. Da war was. Gemüsesalat. Wie ging der schnell? Das ist vorgegeben. Muss das mit ihm sein? Wahrscheinlich, ne? Obstsalat. Beere, Melone und Dingens. Pilzsalat. Salatpflanze. Salat, Salat, Salat. Kartoffel, Eier. Frühlingssalat. So hieß er, glaube ich, ne? Wir haben keine Karotten, aber statt Karotten können wir auch was anderes nehmen. Ah ja, die Gurke. Hoho. Ich hoffe, der Wassersalat würde auch gehen. Schauen wir mal. So, wir haben. Das ist verkehrt. Was mache ich da? Hä? Was mache ich denn da? Hat schon gepasst? Warte. Ich bin verwirrt. Wieder mal. Also, zwei Gurken. Dann werde ich mit dem hier auch probieren. Mit dem hier werden wir probieren. Und die Schüsseln haben wir gebraucht, ne? Komm her, du Schüssel. So. Schau mal, ob das klappen tut. Also, die Schüssel kommt dahin, der Salat kommt hierhin und die Gurke da. Klappt nicht. Okay. Austauschen. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Was habe ich denn jetzt schon wieder verkehrt gemacht? Na, Setzlinge brauchen wir diesmal nicht. Mäh. Salat. Frühling. Das Schneidebrett, nicht die Schüsseln. Ach, ich bin so deppert. Schüssel ist falsch, Zocki. Ach so. Er stellt sich wieder so deppert an, ne? Typisch Zocki. So, komm her. Schneidebrett. Jetzt sind wir richtig. Schneidebrett. Ich will es nochmal probieren mit dem Wassersalat und. Nein, nicht dem Salat, sondern Gurke. Okay, das klappt echt nicht. Ja, Frühlingssalat. Einmal. Bist du ein Snack oder bist du eine Mahlzeit? Leichte Mahlzeit. Nur eine leichte. Was machen wir mit dem Wassersalat? Salat, legt er mir denn vor? Wassersalat. Okay. Gartensalat. Kaisersalat. Aha. Okay, das mit dem Wassersalat, keine Ahnung. Wie schaut es mit grünem Salat aus? Also, da brauchen wir so viel Zeugs, ne? Sonnenblumen, Brokkoli, gemischter Salat. Mit Rübe. Und Salatsoße. So, aber, warte, ich bin noch nicht fertig. Wir konnten ja jetzt mit diesem. Wie ging der Gurkensalat? Gurke mit Frühlingssalat. Ah ja, genau. Das ist dann aber schon nicht sättigende leichte Mahlzeit. Ist es jetzt eigentlich schlechter als das andere? Fruchtsalat. Das ist auch nur leichte Mahlzeit. Ich kenne mich mit diesen sättigenden Zeugs nicht so gut aus. Ihr merkt das ja schon. So, dann werden wir, dann probiere ich doch gleich. Jetzt haben wir halt zweimal den da. Dann kann man den stapeln. Ja, das gefällt mir. Dann probiere ich halt noch diesen Obstsalat, oder? Was haben wir denn? Hier haben wir recht viel von diesen Beeren. Dann nehmen wir gleich zwei. Ob die funktioniert, weiß ich nicht. Ich probiere es einfach mal. Der hier, der Wassersalat, ist mal für nix. Brokkoli, Zucchini und Gurkis. Ja, würde ich sagen, einfach mal probieren. So,
Also das Brett schneid. So. Und so. Okay, das klappt schon mal nicht. Und so. Ja, das klappt. Fruchtsalat. Da-da-da-da-da. Und das hier geht nicht, ne? Nein. Dieser gelbe Holunder ist mir echt ein Rätsel. So. Dann packen wir den wieder weg. Wo war der? Hier, glaube ich. So. Jawohl. Super. Und es leckt schon wieder durch die Gegend. Lecki, leck, leck. Jawohl. Einmal Beere. Beere ist gut. Jo. Ich würde hier gerne die Wand rausreißen. Das hört sich schlimmer an, als es gedacht ist. Um hier eben einen Weg darüber zu der Baumkrone zu machen. Ich möchte gern da drüben, hätte ich dann gerne unseren Garten. Da möchte ich gerne ein bisschen hier dann das Laub da oben weg haben. Und ja, das wäre mal mein Plan. Das heißt, ich könnte hier eigentlich schon mal das rausreißen. Halt, nicht so viel. Zack, 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 zack. Zack, es leckt halt wieder jetzt etwas stark. Das ist gar nicht gut, eigentlich. Das Laub ist kaputt. Naja, haben wir halt ein bisschen was zum Gehen. Aber ich glaube, das eine muss ich sowieso noch wegschmeißen, das da. Damit wir hier schön einen Weg rüber haben. Ich werde es mal so ausschauen lassen, als wenn es eine Hängebrücke ist, vielleicht. Denke ich mal. So. Den haben wir auch weg. Wie kannst du nur? Ja. Weil ich halt so bin. Jetzt, wenn ich da gerade rüber baue, schießen wir aber bei der Baumkrone vorbei, ne? Aber das wäre alles nicht so schlimm, weil wir müssen den Baum da unten sowieso noch ein bisschen breiter machen. Vielleicht mache ich hier sogar dann da drüben künstlich noch einen zweiten Baumstamm dazu. Und dann haben wir hier ein riesen Ding. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Was ich sonst noch machen könnte, wäre hier den Weg. Da. Statt da drüben. Dass wir den einfach hier machen. Das ist vielleicht sogar noch schlauer. Bum, da, da. Jetzt habe ich das Laub kaputt gemacht. Dum, da, da. Ja. Weil ich halt schlau bin. So, warte. Das Laub war hier halt. Hier drin. Ja. Zwei Stück reichen. So. Dann würde ich sagen, machen wir das vielleicht doch so. Genau. Und dann bauen wir einfach hier gerade rüber. Das müsste sich ausgehen. So, wie handhabe ich das jetzt aber? Das überlege ich mir schon ein Zettel. Ich bin wieder mal in der falschen Kiste. Ich dachte mir, ich mache hier nicht diese großen Holzbretter, sondern die kleinen, diese halben Sachen. Ich weiß, man kann da bestimmt auch schöne Sachen schisseln, aber mit dem Schisseldingens will ich noch ein bisschen warten, solange man hier quasi solche Dinger bauen kann. So, ich würde sagen, ich nehme mal alle. So, alle und einmal geht's noch. So, ist fein. Perfekt. So, das nehmen wir so mit. Es leckt gerade wieder furchtbar, Momentchen. So. Lebe deinen Traum. So, und? Ja, jetzt ist wieder besser. So. Und so. Dann würde ich sagen, soll ich hier eine kleine Stufe machen? Das wäre auch cool, ha? Hier gleich so zu Beginn. Quasi hier wird dann eine Tür gemacht, vielleicht. Und dann gleich hier so eine kleine Stufe mit diesen wunderbaren Holzdinger hier. So, als kleine Stufe. Ich glaube, das kann man machen, oder? Aber vielleicht wäre es hier sogar besser, hier damit zu beginnen.
mit der Stufe. Dann verzichte ich nämlich auf die Tür, die wir streng gesehen eh nicht brauchen. Und mache hier stattdessen ausnahmsweise einen großen hin. Und zack, langsam. So, habe ich die jetzt mit? Nein. Die zwei meine ich. So. Dann haben wir hier so eine kleine Stufe, ne? Und dann können wir hier... Oh, okay, das ist doch zu hoch. Da wäre es so am schönsten. Auf Halbmast. Da ist doch etwas zu viel Laub dann im Gesicht. Da ist es so, glaube ich, angenehmer. Okay. Dann tun wir das wieder weg. Ja, das ist halt so, ne? Man muss das ein bisschen ausprobieren. Bis, hoppala, bis man es so hat, wie man es haben möchte. So. Lala. Und hier auch. Aber es wäre halt schon hübsch irgendwie, ne? Was wäre, wenn? Wenn ich die beiden hier jetzt rausreiß. Schau mal. Da habe ich doch glatt eine andere Idee. So und so. Hopp. Mach. Na, hä? Warum ist der jetzt da? Hä? Das sollte eigentlich nicht so sein. Dann machen wir halt noch ein paar Bretter. Also so ein paar Bretter ist doch mir wurscht. So. Also weil der eine abgehauen ist. Aber runtergefallen. So. Hier natürlich die Wand. Na? So, und dann hier. Pass auf. So. Ich glaube, das wird gar nicht so dumm ausschauen. Hoho. Und dann drehen. Und dann können wir schon mal rüberbauen probieren. So. Ich probiere es einfach mal. Mal schauen, wo es uns hinführt. Lecki, leck, leck. Lecki, leck, leck. Zack, wie weit ist es noch? Eigentlich sind wir da. Okay. Ich muss halt das jetzt provisorisch machen, da ich jetzt nicht weiß, wie man diese Hängebrücke da am besten baut. So, wie weit geht es da jetzt runter? Aha, schon ein Stück. Mhm, mhm, mhm. Hm. Wäre jetzt gar kein Beinbruch. Wenn wir jetzt die Baumkrone bis hier hoch machen, würde das sogar passen. Soll ich noch eins her? Na. Und, na, das wollte ich so nicht haben. Ich wollte es eigentlich drunter bauen. Zack. Hier hin. Jawohl. Damit ich genau weiß, okay, hier ist eigentlich die Baumumrandung von drüben. Die Baumumrandung. Verstehst? Und dann werden wir einfach hier per Laub das Ganze etwas auffüllen, dann ist es auch größer. Und dann können wir hier eine riesengroße Baumkrone machen. Ja. Und werden hier einfach unseren Garten machen. Ich glaube, das ist vielleicht keine doofe Idee. Also nicht komplett doof. So. Dann werde ich nur einmal hier so, nur momentan. Geht das? Na, das war 1, 2 drüben. So, glaube ich. Jawohl. So, das hauen wir weg. Nur den einen. Passt. Weil dann gehe ich schnell das Laub holen. Hier mache ich noch schnell mit der Leiter. Ich hoffe, ich habe welche mit. Ja, brav. Sehr gut. Und essen muss ich auch. Das werde ich auch gleich machen. Also zuerst die Leiter, damit wir hier rauf und runter kraxeln können. So. Und, ach ja, bei der Hälfte geht es nicht. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein. Alles gut. Fisch. Dann können wir hier dann schon, wie gesagt, die Baumkrone etwas größer machen. Ich gehe überall sicher mal 2 raus. Und werde dann die Baumkrone hier auf dieser Höhe da so lassen, wie es da ist. Werde dann hier den Weg abkürzen. Also quasi hier hoch, noch 2 raus und das per Stufending etwas angleichen.
dann wirkt es so, als wenn die Baumkrone abgeschnitten wäre und wirklich da drauf unser Glashäuschen steht. So, ich esse mal was. So. Schmatzi. So, das müsste reichen. So, lala. Gut. Ich habe diesmal aufs Essen gedacht. Wo soll man das hinschreiben? Und so, dann natürlich hier noch der zweite. Kriege ich das so hin? Ja. So, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das tut weh. Ah, warte. Kann ich eigentlich so bauen, ne? Das ist doch einfacher. So ist gut. Perfekt. Supi, ah, schau, was da fertig geworden ist. Genau rechtzeitig für unser hungriges Bäuchlein. Na komm. Ah, der will noch nicht, ne? Oh, hoppla. Nein, der wollte noch nicht. Na, jetzt bin ich ausgerissen. Das wollte ich auch nicht. So, jetzt wächst du wenigstens gleich mit den anderen. Das war pure Absicht. Wie die Baumwolle jetzt wieder Gas gibt, ne? Einerseits voll interessant. Aber das soll jetzt keine Beschwerde sein. Wirklich nicht. So. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir hier noch. Wir haben da jetzt die großen, ne? Oder? Ja. So und so. Ich glaube, so passt das gut. Ja, ich glaube, so passt das echt gut. Dann können wir, wie gesagt, hier rüber. Zack, zack, zack. Ich muss da nur noch irgendwie hier nochmal eins rüberbauen, hier und da, dass wir quasi vier breit sind, damit ich hier noch ja, einen Zaun anbringen kann. Sonst stürzt man permanent in den Tod. Aber ich glaube, das schaut nicht so doof aus, oder? Ich glaube, das schaut gut aus. So. Hier brauchen wir eigentlich nichts. Da könnte ich mal zumachen anfangen mit dem Glas. Und ich habe Überlänge schon wieder. Gut, dann werden wir den Part beenden. So. Also ich wollte noch hier mit dem Glas und so, ne? Voll machen. So. So. Dann zieht es hier nicht mehr so schier. Ich habe zu wenig Glas. Jawohl. Und dann haben wir hier voll, dann kann ich da auch schon voll machen und dann werde ich hier noch eine Tür oder sowas anbringen. Vielleicht hier nochmal Holz. Das muss ich mir anschauen. Vielleicht nur hier oben Glas und da unten nichts mehr. Schaut aber doof aus, wenn es hier so abgesperrt ist, oder? Ja, das werden wir dann sehen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!